Ja, hallo liebe 1000 PS-Freunde aus Valencia. Ich hatte heute die Möglichkeit, die neue Speed 400 und die neue Scrambler 400X von Triumph, also die neuen A2 Einzylinder-Bikes von Triumph, zu testen. Und in dem Video erzähle ich euch alles darüber. Ja, gerade frisch vom Bike gestiegen, wir sind gerade zurückgekommen und ja, bisher war ja der Einstieg in die Triumph-Welt die Trident 660 oder die Street Twin 900 und jetzt hat Triumph was ganz Neues gemacht und zwar einmal die Speed 400 und die Scrambler 400X, also zwei reine A2-Bikes, die ja, den gleichen Motor teilen, aber doch viele Unterschiede haben. Ich gehe auch gleich auf die Unterschiede ein, aber eins schon mal vorweg, sie sehen in live noch besser aus als auf den Fotos. Ja, diesmal beginne ich das Video mit etwas, was ich eigentlich erst zum Schluss meistens erwähne, und zwar der Preis. Und zwar liegt der bei der Speed 400 bei 5.300 Euro in Deutschland ungefähr und 5.900 in Österreich. Und die Scrambler 400X, die geht in Deutschland bei 5.900 los und in Österreich 600 mehr, also 6.600 knapp oder 500. Genau, also ja, für einen echt geringen Preis kriegt man hier einiges an erstens mal sehr authentischer und sehr hochqualitativer Triumph-Optik, aber auch viele hochwertige Komponenten. Da gehe ich auf jeden Fall später noch drauf ein. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Motor an, den die beiden nämlich teilen. Das ist der ganz neu entwickelte Einzylinder A2-Motor mit 40 PS bei ungefähr 8000 Umdrehungen und 37,5 Newtonmeter bei ungefähr 6500 Umdrehungen und 398 Kubik. Und ja, heute beim Fahren, also man merkt ganz deutlich, gerade im mittleren Drehzahlbereich fühlt der sich so richtig wohl. Also klar, unten raus geht er auch gut, es ist ziemlich unaufgeregt, aber dann so ab 6000 wirklich, da entfaltet er so das volle Potenzial und macht so eine Laune. Es fühlt sich auch nach mehr an als nur 40 PS, aber wirklich, wir hatten heute so viel Spaß, gerade in den engen Kurven, gerade auch beim Überholen, gar kein Problem. Das Bike wiegt sehr wenig, also wir haben hier 170 und hier 179 Kilo fahrfertig und da sind halt 40 PS für viele wirklich auch genug. Ich habe auch mal den Pressesprecher von Triumph gefragt, wer bisher, weil die ist ja schon zu verkaufen, also die gibt es ja schon zu kaufen, wer bisher die so gekauft hat, welche Altersgruppe etc. Und er hat wirklich gemeint, es ist komplett gemischt, also wirklich vom Einsteiger, wirklich mit 18, aber auch wirklich erfahrenere und auch ältere, die einfach im Alltag oder wo auch immer sie das Bike benutzen, nicht 100 PS brauchen, sondern wo einfach 40 PS reichen. Und ich merke das gerade bei so einer Fahrt wie heute, da hat es einem nie an Power gefehlt. Ja, auch gerade A2-Führerscheinbesitzer, die nicht ein teureres Fahrzeug mit mehr Kubik und mehr PS sich kaufen wollen, weil kostet ja auch mehr, sondern die direkt eben sich hier draufsetzen können und losfahren können, es nicht drosseln müssen, ja, für die ist es natürlich genial und genau gerade für diesen Preis. Ja, Motor habe ich erwähnt, wirklich Gasannahme ist schön sanft. Also ich hätte gedacht bei einem Einzylinder, dass es viel ruppiger ist. Sie ist, die Gasannahme ist so leicht verzögert, das hatte die Trident auch schon. Da gewöhnt man sich aber super schnell dran. Also so ab 9200 ungefähr geht sie dann in Limiter und das ganze Drehzahlband ist wunderbar nutzbar und
Und Charles Foul darf er natürlich nicht fahren. Also jetzt gerade in den kurvigen Strecken habe ich schon gemerkt, da muss man natürlich mehr arbeiten als jetzt bei einem großen Bike. Aber das ist bei einem Einzylinder absolut keine Überraschung. Zum Look der beiden Bikes, also wie ich ja schon erwähnt habe, auch jetzt hier so live in Person wirkt es alles extrem hochwertig. Wir haben diesen wunderschönen Retro-Look, die Verarbeitung ist sehr liebevoll gemacht. Wir haben sehr viele Komponenten, die wir auch von anderen Triumph-Modellen kennen. Und also so wirklich eine waschechte Triumph-DNA hier drin. Und also wir haben diesen klassisch geformten Tank, 13 Liter fast der, mit diesen Knieaussparungen. Das Triumph-Logo ist richtig schön eingearbeitet. Wir haben diesen sportlichen, hochgezogenen Auspuff hier bei der Scrambler, natürlich diesen Doppelrohr-Endschalldämpfer, der absolut authentisch und super zu dem Bike passt. Dann natürlich die Kühlrippen und ganz im Bonneville-Style auch die Kette auf der rechten Seite. Also selbst an dieses Detail wurde gedacht. Und natürlich diese goldeluxierte Gabel. Und ja, damit wären wir natürlich schon beim Fahrwerk und bei den Komponenten. Das Fahrwerk ist komplett von Endurance, kannte ich bisher noch nicht. Ist eine indische Marke. Und da könnte man meinen, so, mal schauen, wie das so geht. Aber wirklich, ich habe auch die Kollegen gefragt. Wir waren sehr, sehr begeistert von dem Fahrwerk. Also es spricht super an, es fühlt sich stabil an. Und ja, es ist nicht nur der Look, sondern es ist wirklich ein gutes Fahrwerk. Ich denke, bei sehr schweren Fahrern oder mit viel Zuladung und Passagier, dann kommt bestimmt das Fahrwerk an seine Grenzen. Aber bei unserer Fahrt heute und auch mit den großen Fahrern hat es super funktioniert. Vorne ist es nicht einstellbar, hinten können wir es in der Vorspannung einstellen. Also das war wirklich 1A, kann man echt nichts sagen. Und die Bremse ist von Bibre, also kennt ihr vielleicht bei Brembo. Also ist eine Untermarke von Brembo und da haben wir hier bei der Speed 400 eine 300 mm Scheibe und bei der Scrambler 400X eine 320 mm Scheibe, liegt natürlich auch an dem größeren Vorderrad. Wir haben hier 19 Zoll und hier 17 Zoll. Ihr seht ja, das ist natürlich diese Modern Classic Linie von Triumph und hier so die Urban Adventure Klasse. Also natürlich Scrambler ist ein bisschen mehr Richtung Offroad oder Feldwege orientiert. Gerade auch natürlich vom Look und die Speed natürlich ganz klar mehr in die sportliche Roadster-Gruppe. Und die Bremsen sind hier auch deutlich sportlicher. Also obwohl es eine kleinere Scheibe ist, funktioniert die Bremse hier deutlich besser. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt an der Scrambler. Die war mir ein bisschen zu schwach und nicht so gut zu dosieren. Liegt, denke ich, auch daran, die wollten sie halt nicht so bissig machen. Bissig kann man sie hier auch nicht nennen. Eher progressiv, aber wirklich, wirklich sehr schön zu dosieren. Hier ist sie einfach ein bisschen schwächer. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir hier 9 Kilo mehr haben, was an der ganzen Ausstattung hier auch liegt. Ich habe dann bei Triumph nachgefragt. Sie haben gemeint, das liegt auch am anderen Bremsbelag. Das heißt, meine Empfehlung, wenn ihr euch die hier holt, würde ich einfach die Bremsbeläge austauschen, weil ja, mir sie einfach ein bisschen zu schwach waren. Aber natürlich, wenn ihr viel Feldwege fahrt oder viel Offroad damit vorhabt zu fahren, da ist es natürlich besser, wenn man hier nicht so eine Bremse hat, die zu sehr zupackt. Wir haben bei beiden Motorrädern Traktionskontrolle und ABS. ABS ist nur bei der Scrambler abschaltbar, natürlich auch gedacht für den Offroad-Einsatz. Und die Traktionskontrolle ist aber bei beiden deaktivierbar. Das wurde auch zusammen mit Bosch entwickelt. Also auch hier wieder ja, sehr hochwertige Komponenten. Die vom Einlenken her, und dann gehen wir mal auf die Sitzposition vielleicht ein, weil wir haben hier 790 mm. Also das ist wirklich sehr niedrig.
auch für kleine Fahrer wunderbar und sehr, sehr zugänglich. Ich habe eine super Sitzposition. Ich sitze nicht zu aktiv. Also ich sitze jetzt nicht so nach vorne gebeugt, sondern richtig schön entspannt. Kniewinkel ist bei mir genau richtig. Ich bin 1,69 als Referenz. Ist wirklich top. War auch nach langer Fahrt heute, nach langer Fahrerei, sehr, sehr bequem. Sattel ist super bequem. Und wie gesagt, ich habe eine sehr schöne, aufrechte, aber trotzdem aktive Sitzposition. Und bei der Scrambler haben wir 835 mm Sitzhöhe, also deutlich höher tatsächlich. Bei mir funktioniert das auch wunderbar, aber ich kann verstehen, wenn der ein oder andere ja, lieber was etwas Niedrigeres sich da wünscht. Gerade eben, wenn man nicht so lange Beine hat, dann hat man einfach mehr Sicherheit, wenn man besser am Boden kommt. Ich komme hier auch gut am Boden, aber sie ist schon deutlich höher, was natürlich dann große Fahrer wiederum freuen würde. Das ganze Motorrad fühlt sich auch an sich größer an und erwachsener auch tatsächlich, wenn man fährt. Stabiler, auch in Kurven. Dafür ist natürlich mehr Krafteinsatz gefragt, gerade in schnellen Wechselkurven. Das hat man heute sehr gut gemerkt. Da ist natürlich die Speed 400 deutlich flinker. Also die will wirklich in jede Kurve, fällt die eigentlich automatisch rein. Und hier natürlich mit 19 Zoll Vorderrad, natürlich eher ja, so feldwegorientierten Scrambler-Look-Reifen. Der Karo Street von Metzler ist hier drauf und hier der echt sehr sportliche Sportec M9 RR. Das heißt natürlich, das spielt auch alles mit rein. Hier haben wir auch ein bisschen längeren Radstand als hier. Natürlich auch dem größeren Vorderrad geschuldet. Und das ist ganz klar, dass das natürlich nicht ganz so leicht einlenkt, wie hier dieses super agile Speed 400. Aber dafür fühlt sie sich halt auch einfach noch mal ein Stück stabiler an. Und ich sitze hier noch aufrechter drauf. Und die Fußpedale sind auch ein bisschen weiter unten, was natürlich auch ein bisschen Schräglagenfreiheit nimmt in Kurven, aber dafür den Kniewinkel ein bisschen öffnet. Also ich sitze hier super gut drauf. Wie gesagt, die 9 Kilo Zusatzgewicht liegen an vielen Stahlteilen. Das Ganze ist auch einfach robuster gebaut. Wir haben Stahlfußrasten, haben Schutzbügel, wir haben einen anderen Auspuff. Wir haben hier einen anderen Lenker, der auch 3 cm breiter ist. Und hier so mit diesem Lenkerpolster, mit diesem Schutzgitter vor dem Frontlicht und den Handschützern. Also da kommt einiges an Equipment dazu, was es eben schwerer macht. Ja, beim Fahren merkt man das Gewicht weniger. Eben beim Bremsen hat man es dann schon gemerkt. Aber es ist immer noch ein sehr, sehr leichtes Bike. Genau. Wir haben die Scrambler auch dann kurz auf einen Schotterweg bewegt und da ist die Stehposition wirklich sehr gut. Also man kann sich sehr gut mit den Füßen hier an den Tank ranklemmen, hat einen sehr guten Grip dran. Ich stehe wirklich schön aufrecht und ja, hat sich sehr gut angefühlt. Ich bin natürlich kein Offroad-Experte mit Federwegen 150, 150. Ich glaube, hier sind es 140, 130. Ja, also da geht schon mehr, aber das ist natürlich nicht gemacht für hartes Offroad, das ist ganz klar. Aber wer ein vielseitiges Bike möchte, auch zum Reisen und ab und zu mal Federweg, der ist natürlich noch besser bedient mit der Lady. Ja, zum Cockpit kurz, also es ist zweigeteilt, analog und ein kleines digitales Fenster ist auch dabei. Und ja, natürlich Geschwindigkeit wird angezeigt, es hat ein Drehzahlmesser, Tankanzeige. Übrigens haben wir heute im Durchschnitt so 3,5 bis 3,6 Liter verbraucht auf 100 Kilometer. Also man kommt auch mit dem Tank, mit der Tankfüllung von 13 Litern echt gut weit. Also ich glaube 300 Kilometer müssten da schon drin sein. Und ja, im Tacho, das ist schön aufgeräumt. Man kann hier mit dem Infoknopf kann man durchs Menü durchklicken, kann man sich den Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen oder auch die gefahrenen Kilometer. Man kann natürlich auf dem Bike dann in dem Menü in den Offroad-Modus stellen. Das geht auch super unkompliziert. Hier kann man im Menü die Traktionskontrolle ausstellen, wenn man das möchte. Und ansonsten haben wir hier seitlich noch eine USB-C-Ladebuchse. Auch super praktisch, wenn man das Handy oder das Navi während der Fahrt laden möchte.
Ja, und typisch Triumph gibt es natürlich viele Ausstattungsmöglichkeiten. Also ich glaube, 25 Zubehörteile gibt es ab Werk zu haben im Moment. Ja, da kann man sich hier dann natürlich austoben mit Gepäckmöglichkeiten, mit einem kleinen Windschild, mit Heizgriffen. Die habe ich heute Morgen ein bisschen vermisst. Die hätte ich sehr gerne gehabt. Und natürlich ja, andere Rückspiegel etc. Also da kann man sich mal durch den Katalog durchklicken. Und ansonsten, die Speed 400 gibt es in drei verschiedenen Farbvarianten. Also hier mit diesem Carnival Red und Grau, und also hellgrau und dunkelgrau, gefällt mir persönlich am besten. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch am besten gefällt. Dann gibt es sie noch mit Blau vorne statt dem Rot. Das sieht dann sehr verspielt und sehr jung aus, meiner Meinung nach. Und dann gibt es sie noch in so ganz grau mit Schwarz. Sieht sehr schön klassisch aus. Ja, und die hier gibt es eben in diesem schönen Matt-Khaki-Grün, in einem Schwarz mit so einem Silberstreifen drin und dann auch in so einem Karneval-Red. Ja, also auch hier. Und übrigens kostet keine der Farbvarianten einen Aufpreis. Ja, also viel Liebe zum Detail, wirklich schön gemacht. Die Bikes wurden übrigens in Indien produziert, die für den asiatischen Markt wurden in Thailand produziert, falls es euch interessiert. Ich schaue jetzt noch kurz rein, weil ich habe auf Instagram gefragt gehabt, ob ihr spezielle Fragen habt zu den Bikes, und das will ich natürlich nicht, die will ich natürlich nicht unbeantwortet lassen. Und zwar kam, Moment, genau, Kompatibilität für größere Personen. Also ich habe auch meine Kollegen gefragt, einer war 2 Meter groß, und optisch sah das Ganze dann natürlich wie ein sehr kleines Bike aus an dem. Also das sah tatsächlich dann eher Pocketgröße aus. Aber er hat gemeint, es hat für ihn super gepasst, auch mit dem Kniewinkel. Er kam damit sehr gut zurecht. Für große Fahrer würde ich persönlich aber wirklich eher die Scrambler empfehlen. Ich glaube, da sitzt man auch auf Dauer entspannter drauf. Sind die beiden gut geeignet für Einsteiger, die nur 1,68 groß sind und mit 48 Kilo auf den Rippen? Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Ich bin 1,69, 1 Zentimeter größer. Ja, wiege jetzt nicht 48 Kilo. Aber dadurch, dass die so leicht sind, wird man sich da richtig leicht tun. Und je nachdem, halt, wie lang die Beine sind, kommt man auch mit der super zurecht. Ja, da empfehle ich immer mal auszuprobieren. Wenn man sich wirklich 100% sicher fühlt, würde ich da eher zu Speed 400 raten, weil die halt schon ein ganzes Stück niedriger ist. Ja, Vergleich zur Husky 401. Ja, ihr fragt euch bestimmt, wer sind so die Hauptkonkurrenten der Bikes. Bei der Modern Classic Roadster Maschine hier, wer wirklich was in dem Bereich sucht, da ist wirklich die Husky 401 wahrscheinlich, also die Wittpielen in dem Fall, wahrscheinlich ein interessanter Konkurrent. Die wird jetzt dann bald präsentiert. Also da muss man natürlich abwarten, das kann ich jetzt nicht vergleichen. Die kommt ja jetzt neu raus. Und hier die Swartpillen 401. Ansonsten gibt es natürlich Einzylinder 390 Duke, aber natürlich komplett anderes Design. Also es ist dann schon schwerer zu vergleichen. Bei der Scrambler gibt es natürlich die CL500, die bin ich vor einem Jahr gefahren. Vielleicht habt ihr das Video ja schon gesehen. Das ist aber natürlich ein anderes Motorenkonzept. Oder so eine Caballero, Fantic Caballero 500er zum Beispiel. Die könnt ihr euch auch mal anschauen. Die fallen mir jetzt so spontan ein. Aber das muss man immer im direkten Vergleich sehen. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Genau. Top Speed. Wir sind heute, ja, Top Speed so 140 vielleicht gefahren. Angeblich ist Topspeed so bei um die 150, 155. Ja, also aber ab einer gewissen Geschwindigkeit, finde ich, macht es dann auch einfach nicht mehr so viel Spaß. Typisch Einzylinder nehmen so ab 8000, 9000 Umdrehungen, gerade so ab 8000 eigentlich, die Vibrationen schon zu. Nicht unangenehm, aber man merkt dann auch im Rückspiegel, wie alles sehr verzerrt wird. Deswegen ja, also so 150 um den Dreh rum. Ob die Kupplung wirklich so schwer zu bedienen ist, absolut gar nicht. Also wir haben hier eine super leichtgängige Kupplung. Tatsächlich habe ich das Gerücht auch schon öfter jetzt gehört. Ich glaube, das lag an diesen Prototypen, die einige Kollegen schon getestet haben. Aber ich kann euch garantieren, diese Kupplung ist sowas von leichtgängig. Bremshebel auch, also da kann man wirklich nicht meckern. Das ist gar kein Problem.
Sportauspuff gibt es keinen, nein. Preise habe ich genannt. Einzylinder eher ruppig oder hat er dennoch Laufruhe? Also ich muss sagen, er geht wirklich sehr sanft ans Gas und deutlich weniger ruppig als andere Einzylinder, die ich schon gefahren bin. Und ja, gerade bei niedrigen Drehzahlen, so im Stadtverkehr, wenn man wirklich sehr langsam fährt, merkt man es natürlich schon. Aber so ab 2.000, 3.000 Umdrehungen ist es wirklich schön, schön sanft. Ist der Motor eine Triumph-Eigenentwicklung und Produktion? Ja, also es ist eine absolute Triumph-Entwicklung und Produktion ist dann in Indien, im Bajaj oder so. Ja, Motor habe ich auch erwähnt. Genau, das waren die Fragen. Dann hoffe ich, habe ich alles beantwortet. Schreibt gerne in die Kommentare, auch welche von beiden ihr nehmen würde. Ich muss sagen, am Ende des Tages würde ich mich wahrscheinlich, na, es kommt halt immer auf den Einsatzzweck drauf an, aber ich würde wahrscheinlich schon eher dann zu Scrambler 400X greifen, weil sie halt irgendwie schon vielseitiger ist und noch erwachsener sich anfühlt. Ja. Jetzt habe ich euch richtig zugequasselt. Ich hoffe, es war irgendwie hilfreich. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auch über einen Daumen freuen, wenn ihr Lust habt. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bald wieder. Macht's gut und Baba.